Herzlich willkommen, Calcio Berlin Tierlist. Heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Unter anderem mit Nico Heimer. Gute. Aber auch mit Mia Güte. Grüßt euch. Ach du Mia Güte. Ja. Ich liebe das, wenn du diesen Gag machst. Ich liebe es. Wirklich, natürlich. Seit wir uns kennen, höre ich das so alle irgendwann 3 Tage. Irgendwann wird super. Mir ein Format einfallen, was diesen Namen tragen wird. Gänsehaut, ich bin gespannt. Ja. Wir ranken mal wieder Dinge. Und wie ihr es schon im Titel gesehen habt, wir ranken heute Spitznamen der Bundesliga. Und ganz ehrlich, dieses Video hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nee. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ihr habt XY vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn vergessen haben, ist relativ gering, aber wir mussten auf Namen verzichten. Man könnte noch locker eine zweite, eine dritte Tierlist nur mit Bundesliga-Spitznamen machen. Genau, und dann gehen wir noch irgendwann ans Internationale ran. Da gibt es dann noch mehr. Wir haben uns also heute auf was? 15, 16, 17, ich 20? Ich glaube 20 sogar. Ja. Also wir müssen ein bisschen reinhacken. Ja, das machen wir. Ich habe schon gesagt, ich werde euch heute genauestens kontrollieren, dass ihr sofort einloggt und danach diskutieren wir erst. Vielen Dank für alle, die abgestimmt haben in der letzten Folge. Knapp 60% ging an mich. Das heißt, ich habe heute den Joker, dass ich eine Sache bei mir selbst korrigieren darf. Ja. So. Jetzt nur weil Walter Frosch, also ihr seid solche Walter Frosch Jünger, obwohl ihr diesen, das ist, Jesus kannte auch niemand. Und trotzdem laufen dem so viele hinterher. Ja, sonst denkt man drüber nach. Ja. Kannst du also keinen Vorwurf drauf machen. Hätte ich auch tief gerankt, sage ich euch ehrlich. Warte, ganz kurz, Ehre wem Ehre gebührt, ich hoffe, ich finde das nochmal, weil der Vorschlag mit dem Spitznamen kam unter der letzten Tierlist. Werde ich nachreichen. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht der Ansatz ist, das jetzt rauszusuchen, während du das so langsam anmoderierst und dir versuchst, ein bisschen Zeit zu stehlen. Okay, dann mache ich was anderes zuerst. Und zwar sprechen wir über die Tiers, die wir nutzen. 5 Tiers an der Zahl. Ganz unten natürlich der spitz gebuckelte Raukopf. Was Klar. ist das? Irgendein Tier wird es schon sein. Falsch. Ein Pilz, würde ich sagen. Ein Pilz. Das ist ein Pilz. Pilzlicher Pilz. Ja. Wart ihr schon Pilze sammeln diesen Herbst? Seid ihr Pilzsammler? Nein. Ich meine, ich lebe halt in Berlin-Mitte, ne? Die Pilze, die ich lebe in der Nähe vom KitKat, die Pilze, die bei mir wachsen, die will wirklich, die will niemand sehen. Man kann ja nach Brandenburg fahren. Ja, das stimmt. Ich habe es auch nicht gemacht, ich würde aber noch gerne, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Mir ist so jemand, der fährt am Wochenende in die Uckermark, um Pilze zu sammeln. Leider nicht. Ich würde gerne, weil ich dann damit kochen könnte. Ja, dann es gibt nichts Schöneres, als mit Pilzen kochen. Das aber der stimmt, ist giftig, vor allem oder? Mit selbstgesammelten, den solltest du nicht essen, denn unverzehrt kann der zu tödlichem Nierenversagen führen. Deshalb unterstes Tier. Zweituntestes Tier. Das muss Nico verantworten. Spitzkohl. Das ist eine bodenlose Frechheit, weil dann sind wir wieder beim Kochen. Spitzkohl richtig geil gemacht. Saugeil. Mag sein, habe ich noch nie. Mit Miso und gegrillt. Und ihr sagt, der VfB Nico. Stuttgart hatte nicht ein Spitzkohl-Sondertrikot, sondern irgendein anderer Kohl. Ganz insgesamt, genau. Können wir darüber reden, dass Kohl vielleicht ein bisschen zu einflussreich ist in Deutschland? Von Helmut über Spitz, über Rot. Es findet eine Anti-Kohl-Bewegung seit Jahren in diesem Land statt. Seit Gerhard Schröder gewählt wurde. Ich möchte da entschieden entgegenwirken. Auch Leute, die Rosenkohl haten, die wissen einfach nicht, was man damit machen soll. Aber Rosenkohl ist ja inzwischen... Der beste Kohl ist Grünkohl. Ja, okay. Wirsing kommt kurz danach, aber Spitzkohl ist auch oben mit dabei. Wirsing heißt ja nicht mal Kohl. Und Wirsingkohl ist schon auch ein Kohl. Ja, okay. Und... ich finde, Spitzkohl ist auch mit dabei. Aber Rosenkohl haben sie getuned, ne? Wurde genetisch verändert über die letzten 20 Jahre. Schmeckt nicht mehr so bitter, habe ich gelesen. Habe ich schon 10-mal hier erzählt. Mittleres Tier. Also, ja. Ich wollte gerade sagen, wie soll Mia den Kohl von vorher kennen? Das stimmt. Ja. Welchen Kohl von wenn vorher? Wenn er in den letzten 20 Jahren getuned wurde. Das ist ein guter Punkt. Ja. Mittleres Tier ist die Zugspitze. Denn höchster Berg Deutschlands. Letztendlich aber nur ein Berg, der gar nicht so beeindruckend ist. Ganz Europa lacht über die Zugspitze. Wenn man geht mal ins europäische Ausland und sagt, unser höchster Berg ist die Zugspitze, die meisten werden euch vielleicht Zugspitze? Was ist ein Zugspitze? Welches Land war das? Keine Ahnung. Alle. So ein bisschen italienisch. Könnte sein, ja. Ich weiß gar nicht, was bei denen der höchste Berg ist. Wahrscheinlich irgendwas in Südtirol. Oh, was ist der höchste Berg Italien? Oder ist es am Ende der Ätna oder so ein Scheiß? Du fragst Sachen, die ich nicht beantworten kann. Ich kann aber euch sagen, was das zweithöchste Tier ist. Da werden wir dich jetzt wieder abholen Mont können. Mont Blanc ist in Italien. Boom. Stimmt. Oh, du hast wirklich? Yep. Ja. Mont Blanc? Der ist an der Grenze. Der einfach einen französischen Namen hat? Der ist halb in Frankreich, halb in Italien. Niklas Levinson würde sagen, was, die haben eine Grenze zusammen? Oh Gott. Schöne Grüße. Zweitoberstes Tier ist natürlich der bekannte Spitzbubenkeks.
Klar. Wenn ihr euch fragt, was ist das denn, kennt ihr alle. Das ist dieses Weihnachtsgebäck mit diesem Marmeladenklecks in der Mitte. Heißt halt überall anders. Ja. Gibt Orte, wollte da nennen. Ich würde eigentlich Linzer dazu sagen. Habe ich noch nie gehört, Linzer. Oder sind es die, wo so eine Einbuchtung ist und da ist das drin? Oder sind es diese, wo die quasi das so ist eine gute Frage. Für mich ist es einfach ein Marmeladenkeks. Wie hast du das gerade gezeigt? Können wir das aber in der Wiederholung sehen? Gerne nicht. Das ist aber ein Spitzbubenkeks. Ja, okay, ich hätte das jetzt Linzer genannt, aber voll. Es sind die Lieblingskekse meines Vaters. Es sind auch meine Weihnachtslieblingskekse übrigens. Ich habe gerade welche gemacht, ja. Aber so ein bisschen abgewandelt. Aber ich erwähne jetzt nicht, was für welche das sind. Hast du denn noch welche mitgebracht hierher? Nee, aber ich habe sie auch, wie gesagt, für meinen Vater gemacht, weil er Geburtstag hatte. Ja, ja. Nächstes Mal bringe ich sie mit. Sie hatten Kumquat-Marmelade und Haselnuss-Kaffee-Keks. Mm. Schöne Grüße an Papa Güte. Ja. Ja. Und ganz oben ist natürlich das Spitzenspiel. Easy. So, komm. Wir müssen hier rein. Ja, wir müssen hier rein. Und wir starten mit dem Kugelblitz. Ailton. Ganz schön häufig in letzter Zeit in der Tierlist. Direkt ranken bitte. Boah. Ich sage, ich weiß sofort, wo der hinkommt. Das ist ein klassischer Marmeladenkeks für mich. Der Marmeladenkeks war zweiter, ne? Mhm. Sag Ding einfach ist, die Höhe, geht auch. Das Ding ist, ihr habt ein bisschen einen Vorteil, weil ihr ausgesucht habt, was hier reinkommt, dass ihr das alles im Kopf habt. Okay. Ah, du hast doch gar nicht, ja klar. Ich kann mir in Teilen wirklich nur denken, was noch kommt. Ich glaube, ich bin nicht so ein Riesenfan vom Kugelblitz als Spitznamen, ehrlicherweise. Halt, nein, Erst Ranken. Okay, ich sag, alle Spitznamen werden gut sein, deswegen muss ich Abstufungen machen und pack's einfach mal ins Vorletzte. In den Spitzkohl? In den Spitzkohl. Mhm. Ich pack ihn auch in den Spitzkohl. Okay. Ganz kurz nochmal, wer jetzt hier uns vorwirft, Mia wird hier unfair behandelt und wüsste nicht, was alles drankommt. Die Liste mit den Spitznamen wurde vor Stunden übermittelt. Ja, aber ich dachte, der Gag des Ganzen wäre, ich habe sie mir einmal durchgelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was alles da drauf steht. Nee, ich möchte nur meinen Satz zu Ailton sagen. Ich finde, dass der Spitzname in den letzten Jahren ein bisschen abgegriffen ist. Das ist das einzige Problem, was es damit gibt, weil Ailton ja auch den deutschen Medien nicht fernbleiben kann, taucht er immer wieder überall auf. Inzwischen sagen alle nur noch der Kugelblitz. Ich will nur sagen, als dieser Spitzname kam, den gab es vorher nicht, das war... Der war der schnellste Spieler der Liga wahrscheinlich und war dabei nicht topfit. Ich fand den super fitting und für mich ist es ein guter. Das ist wie so, wenn so Statuen an einem öffentlichen Platz stehen. Dann sind die ja immer so ein bisschen abgegrabbelt an irgendeiner Stelle, an der Nase, an der Hand, weil die Leute immer an dieselbe Stelle greifen. Das ist der Kugelblitz für mich. Trotzdem ist es Kunst. Okay, spannende Analogie. Ich gehe damit mit, er passt, er ist gut. Und Ailton auch einfach eine coole Persönlichkeit gewesen, für die es auch passt, dass sie überhaupt einen Spitznamen hatte. Ja. Aber wenn ich so an gewisse andere Spitznamen denke, die noch kommen könnten und wahrscheinlich noch kommen, weil ich sie auch vorhin beim Überfliegen der Liste gesehen habe, dann weiß ich nicht, rankt es am Ende doch ein bisschen weit unten für mich. Weil er auch ein bisschen belächelnd verwendet wird manchmal. Und es gibt andere Spitznamen. Aber das ist das Problem, was ich meinte. Früher nicht. Weiß ich nicht. Nein, früher nicht. Er war der beste Stürmer der Liga. Aber er wurde Kugelblitz genannt, weil er dick war. Und ich komme jetzt hier mit der Welt. Er hat 28 Tore gemacht und die zum Double geschossen. Ja, aber ich komme jetzt trotzdem mit der Berlin-Woke-Scheiße, wie sowieso irgendjemand wieder in die Kommentare schreiben werden. 21 Jahre her, dass der Name vergeben worden ist. Und ich bin trotzdem, ich war früher vor 21 Jahren und bis heute kein Fan. Das liegt vielleicht an meiner geringen Körpergröße, weswegen da auch gewisse Spitznamen vielleicht getätigt wurden. Ich bin kein Fan von Spitznamen, die aufs Äußere gehen. Okay, da kommen noch ein paar. Er hat damit kokettiert. Er hat damit, Ja, ist auch nur deskriptiv und nicht wertend. Was ist denn da? Naja, okay. Er hat damit ja auch kokettiert. Naja, blond sein ist ja gesellschaftlich nicht negativ konnotiert. Nein. Also doch, bei Frauen schon, bei Männern nicht. Ja. Ich gehe damit mit, weil es ein bisschen, es gibt andere Spitznamen, die sind nur, du bist so flink wie ein, was weiß ich, wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Lass ihn Blitz heißen, das ist was anderes. Aber es ist schon so ein bisschen despektierlich oder belächelnd zumindest. Der zweite im Bunde ist auch ein Name, der ihm gegeben wurde aufgrund seines Erscheinungsbildes, seiner Physis. Thomas Rositzky, genannt Schnitzel.
Also Schnitzel an sich und die Geschichte rausnehmen, insgesamt jemanden Schnitzel zu nennen, ist 10 von 10. Ich habe es meiner Verlobten jahrelang versucht, sie hasst es über alles. Du wolltest sie Schnitzel nennen. Ja, ich habe es einfach komisch, immer wieder gemacht. Komisch, dass sie das nicht cool fand. Aber warum? Gab es da einen Hintergrund? Okay. Weil ich es einfach einen der witzigsten Spitznamen finde, die es so gibt. Ich finde den auch gut. Ich finde den auch gut, aber es ist ein bisschen das gleiche Prinzip. Ich bin auch in Spitzkohl gegangen. Bitte erst einranken. Ich gehe hier auch in Spitzkohl, obwohl ich den Namen als solches gut finde. Nein, ich gehe eins höher. Ich gehe Zugspitze. Zugspitze nee, mit ich gehe maximal Spitzkohl, weil es für mich dieselbe Logik befolgt. Ja, das ist auch fair jetzt. Ich bleib dann eben auch da, wo ich gerade eben war. Ich finde, auch das ist ein Spitzbubenkeks, denn Rositzki Schnitzel großartig. Es geht in ähnliche Richtung, weil ja auch quasi einfach nur das Gewicht, beziehungsweise in dem Fall das mangelnde Gewicht genommen wird. Gleichzeitig finde ich halt den Spitznamen als solches besser, deswegen gehe ich eins höher. Deswegen habe ich mich gerade noch umentschieden. Der kam, muss man dazu sagen, der kam ja wirklich mit. Der kam, glaube ich, mit knapp über 60 Kilo nach Dortmund. Das ist halt echt für einen Bundesligaspieler unglaublich wenig. Nächster Name ist Dieter Eils, a.k.a. der Eisendieter. Also, geht mir alle aus dem Weg und sagt mir, dass das kein Spitzenspielname ist. Doch, es ist fantastisch. Also, komm. Es ist fantastisch. Weißt du, was das ist für mich? Das ist ein 80er-Jahre St. Pauli-Kiez-Kiez-Name für mich. Ja, stimmt. Ja. Weißt du, so, ja, hast du den Eisendieter gesehen? Check ich, wobei ich es im Fußballkontext noch viel besser... Ach so, stimmt. Zweithöchstes für mich. Ich gehe auch mit ins Zweithöchste, weil ich finde, es kommen noch... Welche, die mich einfach noch mehr abholen. Die mehr abholen, mit mir machen. Die, und die, auch, genau, die noch mehr abholen, aber es ist ein guter Spitzname. Es ist wirklich ein guter Spitzname. Es ist auch, ich musste tatsächlich dann direkt denken an so eine Brechstange oder an einen Dietrich, weil Dieter ja auch so klingt. Ja. Und irgendwie, es passt. Auch der Name Dieter selbst passt. Ich glaube, Dieter ist ja auch einfach die Langform von Dietrich, oder? Ist das nicht da, hängt es nicht irgendwie zusammen, der Name bestimmt? Lass mich einfach mal so stehen, wird schon stimmen. So, Frank Fahrenhorst wurde zu seiner Zeit beim VfL G. Fahrenhorst genannt. Yes! Den kanntest du vor heute gar nicht, oder? Ich kannte den nicht. Ja. Und ich kannte den auch Weltklasse. Nicht. Weltklasse. Ja. Weil das ist super. Das ist mein Humor. Aber der ist natürlich noch, also den finde ich auch crazy disrespectful, ehrlich gesagt, weil natürlich der einfach so hieß, weil er schlecht war. Ja, aber es gibt genug negative, aber das hat nichts mit seinem Äußeren zu tun, sondern mit seiner mangelnden Qualität dann vielleicht auf dem Niveau. Es ist so geil flach. Aber in the best way. Der Ex-Finanzvorstand vom HSV, Thomas Wüstefeld, wurde Zerwüstefeld im Volksparkumfeld von anderen Verantwortlichen genannt. Das folgt ja so ein bisschen der gleichen Logik. Und auch das fand ich so fantastisch. Insofern muss ich consistent bleiben und ich pack's ins Zweite auch. Ich gehe ins Spitzenspiel. Das ist wirklich, das ist, mag ich, wenn so gearbeitet wird mit Namen. Erinnert mich sehr an den Spitznamen vom Hamburger Stadtteil Altona, Gewaltona natürlich. Jawohl. Gefahrenhorst finde ich großartig, deswegen Spitzenspiel. Stimmt, das ist auch genau dein Ding. Für mich ist es zweithöchste auch Spitzbubenkeks. Ich habe die unteren drei noch komplett offen bis jetzt. Mal gucken, ob ich die voll mache. Keiner kann mich zwingen. Was ihr nicht wisst über Frank Fahrenhorst, ist, dass der Mann Nationalspieler war für Deutschland. Show some respect. Was? Ja. Ja, ich habe mir den Namen ja nicht ausgedacht. Ja, ja, aber du hast ihn abgefeiert hier. Jawohl! Ja, ich finde den super. Du hast also den DFB, ist, was ich daraus lese. Zu Recht. Stefan Effenberg, Klassiker, der Teaser. Einranken? Mitte, Zugspitze. Spitzenspiel. Spitzgebuckelter Raukopf, ganzer Runden. Oh, warum? Warum? Die komplette Bandbreite. Weißt du, nur auf der Äußerlichkeit, weil er sich einmal den Tiger da reinrasiert hat. Das ist aber, die Origin-Story ist völlig egal. Wenn du, stell dir vor, du bist Profifußballer und du wirst Tiger genannt. Gibt es etwas, was geiler ist außer Titan? Nee. Ja, also über Titan können wir auch schreiben. Vieles, was ich besser fände. Alter, Titan ist, okay, naja, egal. Aber Tiger, ich finde das fantastisch. Ja, der es Tiger. Ist, er ist international vermittelbar. Du kannst Leuten sagen Tiger und sie werden es checken. Ich finde es fantastisch, ich finde es wirklich super. Ja, er war halt nicht mal beim FC Bayern der Nummer 1-Tiger, weil Hermann Gerland darum gesprungen ist, ne? Na, stimmt. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht mein Problem. Ja, aber. Das also ist leider in meinem Kopf wirklich übrigens auch ein Thema. In meinem Kopf, wenn ihr mir sagt, der Tiger, denke ich an Hermann Gerland. Das stimmt, ich denke auch an Hermann Gerland, aber ich denke auch. Ja, es ist. Man es denkt ist schon. Aber wisst ihr, was mein Problem ist? Ich denke bei Effenberg an Cheffe Effe, weil der Bayern-Kapitän der 2001er Mannschaft war. Und da war ich natürlich genau in einem sehr prägsamen Alter. Ja. Deshalb ist für mich Tiger. Ganz unten. Okay, ich denke auch erst an Gerland, das stimmt schon, aber ich finde es zu überragend. Also ich finde es gut, dass wir ja alle Positionen quasi mit drin haben, oben, unten und in der Mitte. Ich gehe nämlich in die Mitte, weil ich finde es grundsätzlich sehr diplomatisch von dir. Guter Spitzname, aber ein Ticken zu generisch. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so. Also die Origin-Story ist besser, weil manchmal sind so Origin-Stories auch sowas wie, der hat mir einen Tiger umgebracht oder so. Also mir ist es lieber, dass er sich das in die Haare gefärbt hat. Das aber stimmt. Trotzdem, für mich ist er ganz unten.
Thorsten Frings, der Lutscher. Ja. Warum? Hat damals kommt er als, ich glaube, Anfang 20-Jähriger bei Werder Bremen ins Mannschaftstraining und Andreas Herzog, der große Österreicher, ja, ist der Superstar. Und er war nicht ganz einverstanden mit ihm und das Ganze gab wohl auch eine saftige Grätsche von Frings erst noch im Training. Dann gab es ein Wortgefecht in der Kabine und da bezeichnete der 21-jährige Thorsten Frings den Superstar von Werder Bremen als Lutscher. Und hat danach, ich glaube, so rum. Ich glaube eigentlich, dass Frings ihn so genannt hat, aber hier steht es andersrum, was die Origin Story ist. Ist am Ende auch nicht wichtig. Das ist wichtig. Lutscher finde ich persönlich ziemlich witzig. Ja, wo gehst du hin? Ich muss trotzdem in Spitzkohl gehen, zweitunterste. Ich finde den witzig, aber auch sehr generisch. Für mich ist es das Unterste, weil ich ihn a, politisch auch, glaube ich, nicht ganz korrekt finde. Ja, das kann durchaus sein. If I'm wrong. Und b, auch einfach nicht sonderlich kreativ. Es und ich halt auch so Spitznamen, die so rein despektierlich sind, irgendwie so ein bisschen so, ja, mein Gott, ihr habt euch halt gestritten und jemand hat jemanden anderen beleidigt, so. Ja, man, die wären ja dann irgendwann mehr als das. Wir kennen nur die Origin Story. Absolut, aber es ist trotzdem, na, es ist, aber für mich ist es das Unterste. Ich finde halt, es ist ein phonetisch schöner Spitzname. Ey, Lutscher! Kann man gut rufen, ja, kann man gut brüllen. Ich finde ihn jetzt auch ein bisschen generisch, beziehungsweise letztendlich ist es eine Beleidigung, die sich als Spitzname durchgesetzt hat. Jetzt keine harte Beleidigung, aber trotzdem, deswegen gehe ich auch in Spitzkohl. Nächster. Bitte. Kommt, das ist ein nicht so bekannter, Adolfo Valencia, ehemaliger Bayern-Spieler, wurde der Entlauber genannt. Warum denn das? Ja, weil er scheinbar im Training, er wurde von Franz Beckenbauer so getauft, weil er regelmäßig das Laub von der Hütte hinter den Toren runtergeschossen hat, weil er immer drüber geballert hat. Ich finde das fantastisch. Ich auch, das ist absolut großartig. Er hieß, sein eigentlicher Spitzname war El Tren, der Zug. Was übrigens auch ein ganz geiler Spitzname ist. Mega geil, vor allem, weil er ja auch so ein sehr athletisches Kraftpaket war, was so wirklich schwer zu stoppen war. Aber der Entlauber ist so großartig. Ich finde es auch fantastisch. Vor allem, wenn man daran denkt, wie Franz Beckenbauer das sagt. Du sagst seinem unverkennbaren Dialekt. Ich sag Spitzenspiel. Ich sag auch Spitzenspiel. Es ist einfach gut. Es ist wirklich gut. Er ist ja auch irgendwo despektierlich, aber er ist lustig. Schon, aber es ist keine Beleidigung. Nee, genau. Es ist auf, ja mein Gott, irgendeine Trainingsleistung abzielen, nicht aufs Körperliche oder irgendwie sowas. Und außerdem wird garantiert niemand anderes je so genannt werden, weil es dann der doch Entlaube etwas alleine kreativer ist. Finde ich auch. Sag mal ganz kurz, erkennt ihr den Mann links im Foto? Erkenne ich ihn, ist die Frage. Ja, Bruno Labbadia. Ist das Bruno Labbadia, oder? Ja. Der schöne Bruno, natürlich. Die Nase erkenne ich aus 100 Nasen. Das Trikot ist so ein krankes Brett. Ja, das war ja angelegt an die Brasilien-Trikots. Ja. Und ganz im Ernst, eines der besten Bayern-Trikots, die natürlich weit weg von dem waren, was die Fans sich vorstellen. Müssen wir schauen, ob wir euch das gleiche Bild zeigen können, aber das werdet ihr dann sehen. Gut, der nächste ist auch ein relativ unbekannter. Jürgen Wegemann, die Kobra. Der ist tatsächlich für uns unbekannt, weil wir jünger sind. Der ist eine Bundesliga-Legende. Ja. Unter anderem der Satz, er ist die deutsche Sprache noch nicht mächtig, stammt von Jürgen Wegemann. Und eben der Spitzname Kobra, weil er über sich selbst sagte, ich bin giftiger als wie die giftigste Giftschlange. Ja. Und auch dieser Satz ist wirklich großartig. Ja, kann ich euch sagen, das ist ein spitzgebuckelter Raukopf. Tatsächlich. Mhm. Für mich ist Welches ist das noch so? Das Unterste? Ich sage, das ist ist für mich ist die Zugspitze, ja. Ich sage euch, warum ich den nicht mag. Und dann sage ich, warum ich mag. Es geht halt in Richtung Tiger, relativ generisch, irgendein random Tier. Und die Origin-Story. Ich bin giftiger als die giftige Schlange. Und dann der Spitzname, nicht einer der giftigsten Schlangen der Welt. Oder nicht die giftigste Schlange der Welt. Noch geiler, wenn sie Python genannt hätten oder eine Würgeschwange. Spitznamen müssen für mich keiner Logik folgen. Nee, aber ist doch wie viele Dartspieler auf der Welt heißen Cobra oder sonst irgendwas? Voll, aber ich denke nur drüber nach, wenn ich Fußballer wäre und mich würde jemand Cobra nennen, ich fände es haut mich nicht von den Socken, aber ich finde es auch nicht verkehrt. Ich finde schon sehr ordentlich und vor allem finde ich, underrated hat Jürgen Wegemann richtig Star-Appeal gehabt für eine Zeit, in der das noch nicht gefragt war. Wird dieses Bild auch gezeigt werden? Weiß ich nicht, könnte aber sein, ist großartig, ne? Der Pulli ist auch großartig. Der Typ ist wirklich, ich finde den toll. Für mich ist es eine Zugspitze und ich habe sogar eher so Gefühl nach oben. Nee, für mich ist es durchschnittlich. Den Pulli kannst du auf jeden Fall auf jedem Berliner Flohmarkt dann. Ich wünschte. Am Sonntag kaufen. Ich wünschte. Gar kein Problem. Oh, der weiße Brasilianer. Ansgar Brinkmann. The Legend himself. DWB. Er ist ja auch seitdem nicht der Einzige, der so genannt wurde. Ja, es ist so ein bisschen umstritten. Leute behaupten, Bernd Schneider wurde so genannt, ist aber nicht so. Das ist in meinen Augen, da hat man die Geschichte nachhaltig verdreht. Ich sag euch, was das ist. Absolute Scheiße. Und das ist hier. Ich gehe ins Zweitunterste, ich gehe in Spitzkohl, weil ich den Gedanken dahinter eigentlich ganz charmant finde.
Ja, ein sehr kreativer, technisch starker Spieler, der kein Brasilianer ist, wird der weiße Brasilianer geladen. Aber ja, bin jetzt auch nicht der größte Fan. Vor allem, weil er dann auch häufiger verwendet wurde. Das ist wie der blonde Engel. Jeder blonde Spieler mit einer einigermaßen längeren Frisur, der blond ist, wird der blonde Engel genannt. Für mich ist es das zweitunterste. Mhm. Spitzkohl. Beste Momente von Ansgar Brinkmann waren, einen Longboard mit ins Dschungelcamp zu bringen. King. Und seine Anrufbeantworter, wissen die meisten noch nicht mehr, was es ist, Ansage, in der er gesagt hat, zwischen 8 und 4 Uhr morgens finden sie mich für gewöhnlich in meiner Stammkneipe. Fand ich einfach immer witzig, diese Geschichte. Der nächste ist Jonas Hector, genannt Schlaubi, nach dem Schlaubi-Schlumpf. Das ist jetzt, da steht jetzt hier, weil er die Brille trug, zur Wahrheit gehört wohl, dass er den Spitznamen in der Nationalmannschaft bekommen hat und der Grund dafür war, dass er ein Buch gelesen hat, als Einziger. Das ist so dumm. Fußballer sind wirklich, also sorry, der liest ein Buch, der muss schlau sein. Ich finde den Spitznamen irgendwie süß. Ich auch. Ich finde ihn auch super cool. Ist für mich nicht oberstes Tier, weil dafür müsste er für mich mehr als süß sein. Aber ich finde, irgendwie passt es auch so ein bisschen zur Ausstrahlung von Jonas Hector. Komplett passt es. Weil er einfach auch, glaube ich, ein ziemlich netter Typ ist, der aber durchaus auch mal klugscheißen kann, ja, aber in the best way, also auf eine sehr sympathische Art und Weise. Deswegen gehe ich in die Kekse waren das zweite Richtig, Liste, oder? Dann der Spitzbubenkeks passt auch zu Jonas Hector, dem kleinen Spitzbuben, und da gehe ich mit. Ich gehe eins darunter. Es ist für mich sehr auf Augenhöhe mit Cobra, finde ich auch immer noch gut, aber geht eins runter in die Zugspitze. Der nächste ist der Alpen-Beckham. Andreas Ivanschitz. Anything Alpen ist witzig, sorry. Es ja, ist irgendwie das stimmt. Und Anything Beckham auch. Auch, ne? Es ist einfach gut. Ich möchte nicht zu viele ins Alleroberstes packen, aber es ist ein schöner Spitzname. Man weiß sofort, was gemeint ist. Ich packe ihn auch ins Alleroberste. Ich packe ihn auch noch ganz hoch. Auch einfach, weil man muss ein bisschen diese Logik bedienen, wie würde ich gern genannt werden. Und wenn mich jemand Alpen-Beckham nennen würde, ich würde sagen, hey, sofort. Und das kommt auch so in der Zeit, danach wurden ja alle Messis. Ne, da hattest du den Balkan-Messi und den Japan-Messi. Und das ist overdone. Das ist für mich aber drüber. Beckham war genauso auch overdone irgendwann, aber er war so einer der letzten, die es noch bekommen haben. Und Alpen-Beckham. Und es ist einfach auch schön, Spitzname mit Beckham und darunter ist ein Mann im Trikot von Mainz 05. Ja, das ist einfach toll. Das ist aber fantastisch. Es passt halt auch perfekt. Ein Österreicher, der... Gehst du auch ganz nach oben? Nee, ich gehe ins Zweituntersten, weil ich finde halt... Zweituntersten? Zweitoberstes, ja. Weil für mich ganz oben gibt es so eine ganz kleine Auswahl an absoluten Premium-Spitznamen. Alpenbecken. Für mich auch, aber für mich ist das... Alpenbecken. Alle als Alpenbecken. Alpenbeckham. Fast einen Ticken zu... Also er ist nicht ganz so kreativ wie die Oberen. Ich finde es schon einfach... Ist stumpf, aber sehr gut. Marek Mintal, das Phantom. Klassiker Spitzname. Ganz nach unten. Ja, gefühlt auch. Zu generisch. Ja, zu häufig vergeben, würde ich auch sagen. Für mich ist es. Jeder zweite Stürmer ist ein Phantom. Ja, das stimmt ein bisschen. Ja, für mich ist es auch ganz unten. Sorry. Gehen wir alle nach ganz unten? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt zweimal habe ich in den Serie disrespected. In irgendeinem anderen Ding auch schon. Ja, kann er nichts für, wenn er keinen kreativen Spitznamen bekommt. Nee, das ist richtig. Thomas Broich hingegen wurde Mozart genannt. Auch hier reichte es den anderen Fußballern. Ihn so zu nennen, weil er einfach nur ein kulturelles Interesse hatte. Ja, also es war wohl so, dass er in seinem Auto hin und wieder klassische Musik gehört hat. Und dann ist irgendein Teamkollege mitgefahren und hat danach gesagt, er hört Mozart. Und Thomas Broich gesagt, das ist alles halb wahr, denn ich habe zwar klassische Musik gehört, aber noch nie in meinem Leben Mozart. Ja. Ja, es ist ja auch irgendwie, die Leute denken klassische Musik und es ist der erste Name, der ihnen einfällt. Ah ja, das ist aber wirklich bester klassischer Track. Was weiß ich. Für Elise. Bester, keine Ahnung, aber es ist der erste, der mir einfällt. Okay. Ich habe jetzt keinen, um Gottes Willen, ist es im Zweifel nicht der Beste. Die sechste von Beethoven. Ach so, der Feinschmecker. Ich sage die neunte von Antonin Dvořák. Ich wusste, hat Beethoven eine sechste gemacht? Geil. Geil von Beethoven, ich habe einfach was gesagt. Irgendein Requiem. Bestimmt, schon oder? Sein. Boah, Beethoven hat ja auch eine neunte gemacht, von daher glaube ich, hat er auch eine sechste gemacht. Wird er die sechs nicht ausgelassen haben. Ja. Mozart müssen wir einrecken. Ich sage, trotzdem ist Mozart, wobei, wenn ich jetzt Schlaubi in der Zugspitze habe, da kommt Mozart in den Spitzkohl bei mir. Mozart kommt für mich auch in die Zugspitze. Also Mitte. Ja. Ich habe das Gefühl, mein Ranking ist völlig off. Es gibt kein off. Nein. Das ist Geschmacksranking. Es gibt kein off. Aber man muss ja nur selber mit seinem eigenen zufrieden sein. Ja, das stimmt. Ich bin von Natur aus ein selbstkritischer Mensch. Ich gehe in die Zugspitze, einfach in die Mitte, weil ich grundsätzlich eigentlich einen schönen Spitznamen finde. Ich finde, Mozart hat auch eine schöne Phonetik. Ja, ich finde es auch grundsätzlich schön, aber es haut mich auch nicht von den Socken. Es inkludiert auch immer ein gewisses Genie natürlich. Ja, das stimmt. Dass er nur in der A-League in Australien zeigen kann. Aber er selber hat es ja gehasst. Ja, er hat gesagt, seine Karriere hätte das versaut. Also
Ja. Da bin ich anderer Meinung. Naja. Ich wollte gerade sagen, so Zvezdan kann man sich auch erklären. Misimovic, genannt Zvezdke. Ist auch geil. Es ist halt eine Grundsatzfrage, genau. Was sagen wir zu Spitznamen, weil einfach kommen, die deutschen genau. Almans zu dumm waren. Das stimmt. Oder da, oh, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist der einzige Grund. Die Leute konnten Sven Namen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich kann es ja auch nicht, wie man gerade gehört hat. Wahrscheinlich habe ich gerade Zvezdan gesagt. Der Grund, warum mein erster Instinkt war saugeil, ist, dass ich einfach Zvezdke liebe und riesen Pflaumen-Fan bin. Und das Wort phonetisch auch 10 von 10 ist. Und das Wort, ja, stimmt, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Die Kollegen von Gemischtes Hack küren ja immer gut gewordete Worte. Und ich finde, Zvezdke ist ein schön gewordetes Wort. Ja. Verstehe. Die Zvezdke. Ja, aber ich finde dein Argument. Man kann sich auch so Zvezdken. Ich weiß, wir sollten ranken und dann argumentieren, aber du bist mir jetzt schon zuvor gekommen, deswegen nehme ich das Argument und pack's ins zweitunterste. Ich habe auch noch nicht gerankt. Ich gehe in die Mitte. Weil ich finde, dass man durchaus ausländischen Spielern auch den Respekt erweisen sollte, es zumindest versuchen. Auf jeden Fall. Zu versuchen. Für mich ist Mitte, weil ich den Spitznamen Zvezdke alleine stehend wirklich ganz nach oben machen würde, wenn der deswegen ist es für mich auch nicht. Genau, für mich ist er auch besser als noch andere. Es gibt ja diverse, wo einfach der Name irgendwie vereinfacht wurde. Ja. Und ich werde mir auch später noch widersprechen, weil ich finde, es gibt einen überragenden, wo es einfach super ist. Und Zvezdke als Spitzname als solcher finde ich auch gut, deswegen gehe ich auch in die Mitte. So, wir haben noch ein paar. Ja! Da ist er. Kai Jubi, damals bei Augsburg gespielt, wurde netterweise Kai Uwe genannt. Und das ist ein absoluter Premium-Spitzname. Wurde Kakao nicht auch mal so ein deutscher Name gegeben? Oder Helmut, genau. Ja. Das Ding ist halt bei Kai Jubi, hier wurde auch irgendwie der Name irgendwie vereinfacht und eingedeutscht, wenn man so will. Aber Kai Jubi ist ja nicht schwer auszusprechen. Nee. Er klingt wie Kai Uwe. Ich hab auch. Und Kai Uwe ist so gut als Spitzname. Der krasse Kai Uwe, kennt ihr das Video, oder? Du bist doch der krasse Kai Uwe. Uwe Kai. Wo in Magdeburg oder sowas jemand den größten Böller der Menschheitsgeschichte explodieren lässt. Boah, krass, Alter. Okay, schade. Ich bin mir auch nicht sicher. So ein bisschen, ich habe ein paar HSV-Freunde, die Jean-Luc Dompé konsequent Jan Lukas nennen. Weil sie fest davon ausgehen, dass Steffen Baumgart ihn auch nur so nennt. Das ist gut, ja. Jan Lukas. Insofern habe ich da. Ja, stimmt. Kai Uwe ist tatsächlich nicht schwer auszusprechen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen nochmal was anderes. Aber es ist trotzdem nicht, also es ist ganz lustig und ganz nett, aber ich finde, er passt nicht in diese, ich messe alles an Titan. Weil Titan ich finde das mich, so witzig. Ihr das beide so einen krassen Spitznamen, finde ich, Titan. Nee, Titan. Hä? Oh, Alter, hast du doch vorher auch schon mal. Ich wollte ihn mit reinnehmen. Du hast Titan genannt. Das ist doch völliger Wahnsinn. Ja, das wäre mir peinlich, Alter. Da würde ich gar sagen, warum nennt ihr mich so? Ja, okay, du, aber du bist nicht Oliver Kahn. Ja, Oliver Kahn ist was anderes. Man muss zur Korrektur sagen, ich glaube, er hat den Spitznamen in Wolfsburg bekommen, nicht in Augsburg. Relativ sicher. Kai Uwe? Ja. Das ist mir egal, weil es ist und bleibt. Achso, dann ändert sich alles für mich. Für mich ist es ein Spitzbubenkeks, zweithöchste. Für mich ist es ein Spitzenspiel, das ist ein Banger-Spitzname. Für mich ist es das Mittlere. Die Zugspitze. Also Zugspitze. Jawohl. 20 das ist so gemein. 20 Spieler aus der Zeit. Oliver Reck, genannt Pan-Olli. Moment. Ist das jetzt das ist doch wohl der Sohn von Oliver Reck. Das ist doch nicht. Das sehen die Leute doch nicht, Nico. Ja, wir aber das ist halt ein Video. Nicht. Wir haben aber ich sehe es. Ja, dann musst du demjenigen sagen, ey. Ja. Das ist sein Sohn, der spielt auch Icon-League, wenn ich alles falsch übrigens. Ja. Jeder Spitzname, der von der Boulevardpresse ausgedacht wird, um sich despektierlich über einen Spieler lustig zu machen, finde ich von vorne bis hinten falsch. Deshalb unterstes. Was war das nochmal? Nicht Spitzkohl, sondern der Raukopf. Exakt. Ja, der giftige Pilz. Begründung perfekt geliefert von mir. Mir geht's genauso. Ich finde, das ist der gemeinste Spitzname in dieser Liste. Ich finde das, und das ist jetzt, also man muss man vielleicht nicht vergleichen, aber ich finde das zum Beispiel noch deutlich schlimmer als jetzt Kugelblitz bei Ailton. Total. Weil das ist ein Spitzname, der ja wirklich, ich meine, Pannen-Olli kodiert, dass du es nicht kannst. Ja. Und der hält sich seit 25 Jahren. Also das Ding ist halt, kann man Gefahrenhorst und Pannen-Olli in komplett entgegengesetzte Tiers packen, weil das werde ich jetzt nämlich tun. Ja, aber Gefahrenhorst kann man ja auch positiv Gefahrenhorst, konnotieren. Ja, so war es also halt nicht gemeint bei Gefahrenhorst. Naja. Aber Pan-Olli, das klingt halt schon so nach der Zeitung mit 4 Buchstaben. Du kannst das machen, es ist deine Liste, Krügel. Und deswegen packe ich ihn ganz nach unten. Weil ich packe ihn auch ganz nach unten. Auch immer dieses irgendein schlechtes Wort und dann noch was hinterher, ist ja das typische. Das ist so Pleitegriechen. Genau. Hat wenn er noch 2 Fehler macht, dann nennen sie ihn peinlich Pan-Olli. Peinlich Papst. Immer irgendwas peinlich davor. Peinlich Krügi. Das ist so klassische Schreibtisch. Leute in die Kommentare. Klassische Schreibtischtäter.
Straftat. Ja. Jemanden, mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Aber jemanden irgendwie, also natürlich macht das jeder Journalist und jeder, der irgendwie über die Leistung von Leuten urteilt, aber dann so einen Spitznamen, nee, das. Peinlich Mia, sage ich dazu. Ja. Pan Mia. Bernd Korzin jetzt. Genannt Kotze. Oh Mann. Ehrlich. Onomatopoesie ist das. Böse, das ist aber so herrlich. Aber das ist doch so einfach. Vor allem so nicht stumpf. Kotze, wie wir das Erbrochene so schreiben Kotze würden. Kotze Vongole. Kotze. Ja. Das ist doch so stumpf. Aber gut. Das ist ein großartiger Spitzname, der für mich ins Zweithöchste geht. Heißt nicht. Aber ist es nicht auch das gleiche Prinzip von, sie konnten wieder den Namen nicht aussprechen? Also er wird übrigens heute auch nicht mehr so genannt, das war ihm auch ganz wichtig. Wie kommt das wohl? Ja. Das ist für mich immer ein Indikator, dass der Spitzname nicht so cool ist, wenn die Person. Ja, aber das weißt du nicht beim Ranking. Ja, naja, gut, du hast es mir jetzt gesagt. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob er das so gesagt hat. Ich habe nur vorhin kurz gesehen, dass er heute nicht mehr so genannt wird. Ich finde es trotzdem. Nee, irgendwie. Nee. Für mich ist es der Spitzcool. Ich gehe auch mit in den Spitzcool, weil Kotze ist halt auch einfach nicht schön. Ich will nicht Kotze genannt werden. Ich finde es auch phonetisch nicht schön. Das ist grammatikalisch näher an Pasta mit Muscheln als an Erbrochenem. Ja, aber wir sind ja das richtig, ist schön, aber ich finde es feuerkrankes Hirn, was das rein, ich finde es rein phonetisch auch nicht schön, also wie es klingt. Ich finde es ehrlich gesagt übertrieben lustig. Okay, das merke ich. Carlos Großmüller, genannt Kleinschmidt. Das ist so. Das ist wie Gefahrenhorst. Das ist so stumpf alles. Das ist großartig. Wie Kai-Uwe. Ich mag es, wenn man einfach so kreativ mit Namen spielt und aus Großmüller Kleinschmidt zu machen. Ja. Ist mein Geschmack so Spitzenspiel. So kreativ ist geil. Ja, ist schon geil. Spitzbubenkäse, also, zweithöchste für mich. Kleine noch Information dazu. Die, also ist natürlich einfach wegen Großmüller Kleinschmidt, aber Jutta Kleinschmidt war zu dem Zeitpunkt eine der besten Rallye-Fahrerinnen der Welt. Stimmt, geschlechtübergreifend. Die erste Frau, die Paris-Dakar gewinnen konnte. Und ihm wurde nachgesagt, seinen Job, so wie Jutta Kleinschmidt, kontinuierlich jeden Tag zu machen. Ich will nicht schon wieder in die Zugspitze, weil ich da schon gefühlt. Sagen alle Europäer, wenn du so fragst. Oh Mann. Weil ich da gefühlt jeden Spieler jemals eingeordnet habe. Deswegen gehe ich einfach in den Keks. Ja, finde ich gut. Dann haben wir noch für uns Hamburger. Oh Ex-HSV-Spieler Kali Bularus. Das Bild ist der Wahnsinn. Der Kannibale. Und zwar die Frisur bei beiden. Und Übrigen. Die Nummer 9 auch als Verteidiger von Kali Bularus. Der war doch Innenverteidiger, oder? Ja, klar. Innen und links oder so. Ja. Hatte der sowieso wirklich die Nummer 9 dann? Nein, sowieso liebe ich es, wenn Spieler so völlig aus der Rücknummern haben, die überhaupt gar nicht zur Position passen. Am besten das Gegenteil. Papadopoulos manchmal mit der 9. Manchmal mag ich, manchmal hasse ich es. Ich find's eigentlich fast zum Beispiel, geil. Ich werde so richtig, richtig wütend. Außer Torwärter, die müssen die 1 haben. Oder die 12. Ja, aber wenn ein Feldspieler mit der 12 rumläuft, flipp ich auf. Ja, das habe ich schon gemerkt. Find ich ist eine Frechheit übertrieben. In meinen Augen. Er hatte wirklich die 9 bei Chelsea. Ist ja Weltklasse. Ja, es ist wirklich fantastisch. Ja. Der Kannibale, weil er halt so hart war, ne, ihm wurde seine Gegner aufgefressen. Ich finde es schon, stell dir vor, du spielst gegen einen Gegner, der Kannibale genannt wird. Ich hätte das ist schon instant. Wenn ich wüsste, ich bin ein Stürmer und spiele heute gegen den Kannibalen, das ist genauso wie damals. Mein Knie tut weh beim Aufwärmen. Ja. Sorry, Trainer, ich kann nicht. Das ist genauso wie damals mit unserer Wahlkampffolge, wo ich hier diesen Butcher da von Bilbao dabei Butcher hatte. Wenn du gegen den Butcher von Bilbao spielst oder gegen den Kannibalen, hast du keinen Bock. Deswegen nicht ganz nach oben, weil da sind die Wortwitze oder die Namensveränderungen. Deswegen gehe ich in Spitzbubenkeks. Doch, für mich ist es tatsächlich. Warte, ich komme darauf, was das Oberste war. Spitzenspiel. Ja. Für mich ist es wieder, das ist jetzt meine vollste Tier, das Zweitoberste, wo ich jetzt Kugelblitz, Kai-Uwe, Kotze, Kannibale, also ich stehe auf die K-Spitzen. Ja, scheinbar. Ja. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Christoph Babatz, genannt Bum, Bum, Babatz. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dessen Sohn ein sehr talentierter Keeper im Mainzer Nachwuchs. Glaube ich. Letztendlich kann ich einfach nur dazu ändert sagen. Ändert für mich am Spitznamen erstmal nichts. Ich spiel mir doch gerade ein. Ich kann nur dazu sagen, das ist halt eine Alliteration. Ich mag Alliteration. Bum, bum, Babatz. Bum, bum, Babatz, weil du einfach so einen harten Schuss dich hast. Dich kann man echt mit den stumpfesten Namen überzeugen. Natürlich. Entweder irgendein dummer Wortwitz oder eine Alliteration. Nein, oder am besten muss, beides. Er muss kreativ sein. Es darf nicht zu dumm sein. Ist das kreativ? Nö. Das ist wirklich das Gegenteil. Deswegen gehe ich auch nicht ganz nach oben, sondern in Spitzbubenkeks. Aber Bum, bum, Babatz, das ist. Das ist so ein richtiger so Fußball, das ist ein Fußballfan-Spitzname. Das ist ja, toll. Das stimmt. Der kann hart schießen, der heißt Bum Bum Babatz.
Deswegen haben wir auch die 12 der Hammers, die es in der Bundesliga gab, nicht reingenommen. Ich muss schon, stimmt. Wobei ich da als erstes an Hitzlsperger denke. Echt? Aber, als HSV-Rin, nicht an Jörg Alberts? Nee, ich denke schon. Ich denke auch an Hitzlsperger. Ich denke an Jörg Alberts. Ja, witzig. Nee, ich denke an Hitz der Hammer. Ja. Ist präsenter gewesen dann letztendlich. Ja, das stimmt. Alterstechnisch. Für mich ist es, habe ich schon gesagt, ich glaube, Zugspitze gehe ich mit Bum Bum. Für mich ist es der Keks, weil es schon wieder so dämlich und so stumpf ist, dass ich es ganz geil finde. Aber niemals ins Oberste. Never. Nein, habe ich auch nicht. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, und das ist unser letzter, oder? Das weil ist dann würde unser ich jetzt letzter. Ein Gesamtfazit ziehen. Obwohl der Titan, der beste Spitzname, hier nicht dabei ist. Spitznamen bei Fußballern gehen so unverhältnismäßig hart. Ja, finde ich auch. Also es ist einfach, ich glaube, ich wäre super traurig, wenn ich Profi wäre und nicht so einen kultigen Spitznamen hätte. Und ich finde auch, und das ist auch was ich schon länger sage, wir müssen da noch viel härter uns wieder reinleben, weil das ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren. Und ich gucke zum Beispiel super neidisch auf die ganzen NBA-Spitznamen und die übertreiben so dermaßen und das ist eigentlich aber, immer aber geil. Aber es darf auch nicht jeder einen haben. Nee, weil nicht dann jeder. Verliert es, du musst schon in den illustren Kreis aufnehmen. Aber es müssen wieder mehr haben. Wir brauchen wieder mehr Spitznamen in der Liga. Habt ihr dann nehmen wir Mimimia. Ja. Ich habe übrigens noch eine Koko-Korrektur, aber also ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, wäre mich eurem Druck, eurem wahnsinnigen Gruppendruck zu beugen und Kugelblitz eins runter zu ranken. Und das mache ich auch. Ich nehme den Kugelblitz in die Zugspitze. Ja, Kugelblitz eins runter. Oh. Weil wenn ich sehe Schnitzel, Gefahrenhorst, Kai-Uwe, Kotze, Kannibale, die finde ich alle ein bisschen besser als Kugelblitz, also nehme ich den eins runter. Kotze. Und der Gewinner dieser Folge, für den ihr abstimmt, unten, erster Kommentar, der darf nächste Woche das machen, was Nico gerade gemacht hat, nämlich erste Hilfe beim eigenen Ranking anwenden, falls man dann doch vielleicht hinten raus nicht ganz zufrieden ist. Die Schweizer Garde ist der Joker für nächste Woche. So ist es. Das war's für diese Woche von der Calcio Berlin Tierlist. Herzlichen Dank an mir. Ich danke euch, wie immer und für ewig. So. Wir schmeißen uns raus und wünschen euch noch einen ganz wunderbaren Sonntag und macht's gut. Mi, mi, ciao, ciao. Mi, mi, ja. Du kannst so gut singen.